Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du meinen Kanal gewählt hast. In diesem Video zeige ich dir, was du aus der Funktionsgleichung der Parabel ablesen kannst, wenn diese Gleichung in Scheitelpunktform vorliegt. Dazu habe ich jetzt hier schon mal eine Gleichung vorbereitet, und zwar die Funktion y von x ist gleich 3 mal Klammer auf x plus 2, Klammer zu zum Quadrat plus 5. Und ich erkläre dir jetzt gleich, was du aus diesen Zahlen hier ablesen kannst, die hier in dieser Funktionsgleichung vorkommen. Ja, das ist ja hier eine Scheitelpunktform. Die Scheitelpunktform sieht allgemein so aus. So steht die wahrscheinlich bei dir im Mathebuch auch. A mal Klammer auf, x minus d Klammer zu zum Quadrat plus e. Und als erstes wollen wir uns mal hier dieses a vornehmen. Das a in der Scheitelpunktform ist jetzt ja da oben in dem Beispiel die 3. Also die Zahl, die da vor der Klammer steht. Dazu habe ich hier eine kleine Grafik vorbereitet, was das zu bedeuten hat. Und zwar habe ich hier unten mal so einen Zahlenstrahl gemacht mit den Werten für a. Die können also von minus 1000 bis plus 1000 oder noch weiter gehen, also von minus unendlich bis plus unendlich. Dieser Bereich hier rund um die 0, der ist interessant, ja, weil da unterscheiden sich dann die Zeichnungen nachher, also die Funktionen. Schauen wir uns das mal hier mal an. Wenn a zum Beispiel zwischen minus 1 und plus 1 liegt, dann haben wir eine in y-Richtung gestauchte Parabel. Gestaucht heißt, sie ist dann so zusammengedrückt. Ja? Wenn der Wert größer als 1 ist von a oder kleiner als minus 1, dann ist die Parabel gestreckt in y-Richtung, dann wird die so schmaler, also so schlanker. Ja, durch so ein Auseinanderziehen in y-Richtung. Bei plus 1 und bei minus 1 haben wir von der Form her eine Normalparabel. Eine Normalparabel kannst du mit dieser Parabelschablone zeichnen. Gut. Und das Zweite, was wir aus dem a ablesen können, ist, ob die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet ist. Immer wenn der Wert von a größer als 0 ist, dann ist die Parabel nach oben geöffnet. Und wenn der kleiner als 0 ist, also bei einer Minuszahl, dann ist die Parabel nach unten geöffnet. Ja, hier zwischen gibt es noch die 0. Wenn a gleich 0 ist, dann ist es gar keine Parabel. Dann kommt da gar kein x² in der ganzen Funktion vor. Dann ist es keine Parabel. Das wäre dann eine Gerade, die ist dann überhaupt gar nicht nach oben oder nach unten geöffnet. Gut. Jetzt gucken wir uns hier mal das Beispiel an, was das jetzt hier also bedeutet. Wir haben jetzt hier einen Wert von 3 und jetzt kann ich hier in dieser Zeichnung direkt ablesen, wie meine Parabel dann aussieht. Diese Zeichnung hier übrigens, die kannst du dir auch gerne runterladen. Ich habe ein Dokument in der Beschreibung des Videos verlinkt. So, wir haben hier einen Wert von 3. Ich schaue jetzt hier also bei 3 und dann sehe ich also, okay, die Parabel da oben, die ist gestreckt und die ist nach oben geöffnet. Ja, also gestreckt und nach oben geöffnet. Das kann ich nur anhand dieser 3 ablesen. Ich habe noch ein zweites Beispiel vorbereitet, das schauen wir uns auch eben direkt an. Y von x ist gleich minus 0,5 mal Klammer auf x minus 4 Klammer zu zum Quadrat plus 1. Da ist jetzt der Wert für a minus 0,5. Ich muss dann hier also schauen. Du kannst dir die Bereiche natürlich auch einfach merken. Ja, aber ich kann jetzt hier schauen. Minus 0,5, das ist da. Also die Parabel, die ist gestaucht und die ist nach unten geöffnet. Das sehe ich hier. Ja. Also gestaucht und nach
unten. Gut. Ja, mehr kann man aus dem A nicht ablesen, aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Aus diesen Werten von D und E, daraus kann ich den Scheitelpunkt ablesen. Und zwar ist der Scheitelpunkt, wenn die Funktion in dieser Form vorliegt, dann ist der Scheitelpunkt D, E. Wie gesagt, das steht bei dir wahrscheinlich im Mathebuch genau so, dieses x minus d in Klammern zum Quadrat. Und der Scheitelpunkt, der ist dann DE, da muss man jetzt ein ganz bisschen aufpassen, denn hier bei dem D hat sich das Vorzeichen umgekehrt, darauf musst du achten. Bei dem E ist das Vorzeichen geblieben, wie es war. Das heißt jetzt also hier, wenn ich in dem oberen Beispiel mal gucke und ich will den Scheitelpunkt angeben, dann muss ich jetzt bei der 2 aufpassen, da steht nämlich plus 2, Vorzeichen umkehren. Also ist der x-Wert des Scheitelpunktes minus 2. Und die hintere Zahl, hier dieser Wert für e, das übernimmt man dann so, wie es da steht. Also minus 2, 5. Ja? Also der Scheitelpunkt zu dieser Funktion, hier, wenn ich die zeichne, den sehe ich dann bei minus 2, 5. Und hier unten bei dem zweiten Beispiel, da haben wir jetzt hier die minus 4 stehen. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich den Scheitelpunkt angebe, also nicht minus 4 ist dann der Scheitelpunkt, sondern 4. Und der y-Wert ist dann genauso, wie er da steht, plus 1, also 1. Hier. Okay, ja, mehr ist da nicht zu machen. Das war schon alles. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen. Probier es mal selber aus an ein paar Beispielen. Vergleich das dann vielleicht mit deinen Musterlösungen, die du hoffentlich irgendwo hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Like da. Vielleicht willst du auch noch meinen Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.